Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute eine Halschakra-Reise machen. Das ist jetzt der fünfte Teil der Chakrenreihe und das Halschakra ist natürlich in erster Linie mal für Kommunikation zuständig, das heißt mein Selbstausdruck, wie teile ich mich mit, aber hat auch etwas mit dem Handeln zu tun. Das heißt, wie handle ich, was setze ich denn wirklich um? Und über diese Komponente des Handelns, über diesen Aspekt des Handelns, ist da quasi eine Verbindung zum Wurzelchakra feststellbar. Das heißt, im Halschakra spiegeln sich Aspekte des Wurzelchakras, des Basischakras auch, das heißt des Eigenwerts, der Würde, der Kraft. Und da ist es natürlich klar, wenn ich keine Kraft habe, werde ich mich nicht so gut ausdrücken können, also wenn ich nicht so in meinem Eigenwert bin, nicht so klar bin, was ist mir denn wichtig, worauf kommt es mir an, da werde ich dann blockiert sein und auch im Handeln ist natürlich das, was ich ausdrücke, dass ich das dann auch umsetzen kann und auch da ist die Nähe, die Verwandtschaft zum Wurzelchakra sichtbar. Naja, und heute werden wir uns eben diesem Halschakra widmen. Und wenn du schon mal eine Reise aus dieser Reihe gemacht hast, aus dieser Chakrenreihe, dann weißt du auch, wir werden auch die körperlichen Aspekte dazu nehmen. Was ganz wichtig ist beim Halschakra, natürlich einmal die Halswirbelsäule, Nackenverspannungen ist klar. Wir haben Kehlkopf und wir haben die Schilddrüse mit dabei. Also diese Zentren, also die Schilddrüse wird da mitbearbeitet, Kehlkopf wird mitbearbeitet. Und wir schauen uns eben da auch ein bisschen Halswirbelsäule an. Man kann eigentlich auch so ein bisschen die Atemwege mitnehmen. Also wenn man da so einen Nasenbereich da, das kann man auch alles so mit Blau, mit dieser Frequenz Halschakra eigentlich ganz gut bearbeiten. Ja, und dann stürzen wir uns einfach mal in die Meditation und schauen wir mal, was sich da heute ergibt. Die Farbe vom Halschakra ist ja mal so hellblau, so kann man sich das vorstellen, türkis oder hellblau. Und da kannst du mal tief einatmen und wieder ausatmen und einfach mal die Augen schließen. Und dann mal ganz klar und entspannt zur Ruhe kommen. Alle Alltagsgedanken und jeglicher Alltagsstress fließt von dir ab. Und du kannst immer tiefer und tiefer zur Ruhe kommen. Und ganz im Hier und Jetzt ankommen. Nimm diese erste Entspannung einfach mal als Reinigung wahr, so als würdest du unter einer Dusche stehen, die den Staub des Alltags von dir abwäscht. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und spürst, dass du immer ruhiger, sicherer und stabiler im Hier und Jetzt ankommst. Du spürst, dass sich dein Wurzelchakra entspannt und erdet. Und in dieser Erdung, in dieser Dynamik spürst du auch, wie sämtliche Nebenchakren aktiviert werden. Deine Fußchakren, deine Kniechakren, deine Hüftchakren und natürlich auch die Hauptchakren, das Wurzelchakra, das Nabelchakra, der Solarplexus, das Herzchakra, alle Nebenchakren, Nebenglieder deiner Wirbelsäule, vom Steißbein bis zur Brusthöhe, bis zur Herzhöhe.
Und in dieser Kraft, in dieser Energie erlaubst du dir nun auch dein Halschakra zu bearbeiten. Du spürst, dass du von einer hellblau-türkisen Energie umgeben bist, dass diese Energie darauf wartet, in die richtigen, für dich passenden Bahnen geformt zu werden. Vielleicht nimmst du diese Energie, diese blaue Energie deines Halschakras, als etwas belegt wahr. Vielleicht hast du das Gefühl, dass sie ein bisschen schlechter aspektiert ist, nicht ganz so da ist. Aber ganz egal, ob aufgestaut oder ein bisschen zu dünn, wir werden jetzt mit diesem Halschakra zu arbeiten beginnen. Und zwar zuerst einmal mit der rechten Seite deines Halschakras. Also mit der aktiven Seite des Halschakras. Und da darf jetzt zuerst einmal jegliche Überaktivität, alles, was da zu viel drinnen steckt, abfließen. Und dort, wo man vielleicht etwas hilflos in Gefühlen steckt, in Dingen, die man versucht zu lösen, die man aber nicht wirklich lösen kann, also auf der emotionalen Seite, wird nun eine überschüssige Energie von rechts nach links umgeleitet und auch umgekehrt dort, wo zu viel Emotion steckt und zu wenig Aktivität drinnen ist, wird von links nach rechts die Energie umgeleitet. So entsteht eine fließende Bewegung in deinem Halszentrum. In diesem Fluss, in diesem Fließen spürst du nun, wie sich um deinen Nacken, deine Halswirbelsäule, Verspannungen lösen, wie du weiter und ruhiger wirst und wie sich Punkt für Punkt deine Halswirbelsäule ausrichtet. Und vor allem spürst du den Atlas, also den Punkt, wo deine Halswirbelsäule mit dem Schädel verbunden ist. Und auch diese Verbindung gleicht sich aus. Sperren, Abnutzungen der Halswirbelsäule lösen sich. Und du spürst, dass du freier und klarer wirst. Und während sich deine Halswirbelsäule ausgleicht und aufrichtet, beginnen auch deine Stimmbänder, die längsliegenden und die querliegenden, alle Muskeln des Kehlkopfes werden nun gereinigt. Überbeanspruchung, Fehlbeanspruchung wird gelöst. Und dein Kehlkopf und auch deine Stimmbänder entspannen sich
sodass du spürst, dass deine Stimmbänder wieder die Frequenz deiner Stimme optimal zu 100% wiedergeben. So als würde ein Klavier gestimmt werden, eine Gitarre, ein Instrument. Entfalten nun deine Stimmbänder, deine Wirkkraft, deine Klänge, deinen ganz individuellen Grundton. Und du spürst, dass du dich zu 100% akkurat ausdrücken kannst. Ganz klar ausdrücken. Du nimmst die Vibrationen deiner Stimmbänder wahr und diese Vibrationen setzen sich in unzähligen Wellen in deinem Umfeld fort. Und du spürst, wie der Wirkungskreis deiner Stimme wächst und klarer wird, sodass das, was du ausdrücken möchtest, klar verstanden wird und sich auch ganz klar fortsetzt. Du spürst, dass deine Stimmbänder absolut mit deinem Innersten in Verbindung stehen, ein Instrument sind, das absolut deine Klangfarbe widerspiegelt und mit dem du alles ausdrücken kannst, alle Partituren spielen kannst, die dir im Leben wichtig sind. Und über den Klang deiner Stimme entfaltet sich jetzt auch dein Wirkungskreis, die Möglichkeit zu handeln. Und du spürst, dass dein Handlungsspielraum immer weiter und weiter wächst. Und in diesem Wachstum erwacht auch das Bewusstsein, dass du selber Heilung entweder finden kannst oder selbst heilend auf dich wirken kannst. Und diese Heilung, dieses Angleichen an eine höhere Ordnung, an ein höheres Prinzip, manifestiert sich jetzt in deinem Halschakra über deine Stimmbänder bis hinunter in dein Innerstes. Du spürst, wie deine Speiseröhre gereinigt wird und du spürst auch, wie deine Atemwege, der Rachenraum, der Nasenraum, gereinigt wird und sich stabilisiert. Sämtliche Belastungen und Ablagerungen in diesen Zentren lösen sich und du spürst eine Freiheit der Atemwege und auch deiner Speiseröhre. Und du spürst, wie sich dein Selbstausdruck verbessert. Und in dieser Energie löst sich jetzt jegliche Erschöpfung und jegliche Manipulationsenergie aus deiner Schilddrüse. Also links und rechts von deinem Kehlkopf löst sich jetzt diese Energie aus deiner Schilddrüse
jegliche Manipulation, jegliche Schwäche, alles, was deine absolute Würde verletzt oder einschränkt. Atme nun tief ein und wieder aus. Und spüre nun die Energie, die durch dein Halschakra fließt. Du kannst nun auch noch deine Kiefermuskulatur über das Halschakra ausgleichen. Das heißt, Verspannungen im Kiefer- und Gesichtsbereich lassen sich auch jetzt über diese Energie ausgleichen. Und du kannst, wenn du möchtest, links und rechts deinen Kiefer berühren. Und auch dorthin diese Heilungsenergie, diese Klarheit in der Kommunikation, diese Reinigung und das Lösen sämtlicher Verspannungen in deine Kieferebene einfließen lassen. Du spürst jetzt, wie dein Halschakra sich absolut harmonisiert und ausgleicht und wie von deinem Halschakra runter zu deinem Wurzelchakra sich die Vibrationen, die ureigenen Klänge deiner Stimmbänder sich umsetzen, sodass jeder Klang, jedes Wort, das deinen Mund verlässt, gleichzeitig auch ein Wort ist, das sich manifestiert. Und in diesem Bewusstsein kannst du deine Worte wählen, kannst du wählen, welche Worte du aussprichst, welche du zurückhältst, sodass du ganz klar in deiner Eigenverantwortung handelst und kommunizierst. Du spürst eine tiefe Liebe und ein tiefes Vertrauen. Und du spürst, dass du hier etwas bewirken kannst, dass du deine innere Wirklichkeit mit deiner äußeren Wirklichkeit in Einklang bringen kannst. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und bleibst in diesem Gefühl der Eigenermächtigung, dieser Durchsetzungskraft und der Klarheit. Nichts und niemand kann diesen Klang, die Frequenzen deiner Stimme unterdrücken. Auch du selber löst jetzt nochmal sämtliche Ketten und Manipulationen, vielleicht auch Ketten und Manipulationen aus deiner Kindheit, wo dir der Mund verboten wurde, wo dir verboten wurde, ganz klar zu dir und deiner Stimme zu stehen. All diese Beeindruckungen dürfen sich jetzt lösen.
Und du spürst eine tiefe Klarheit und Durchsetzungskraft. Noch einmal darf Eigenverantwortung in dich einfließen. Vertrauen, Klarheit und Würde. Atme nun tief ein und wieder aus. Spür einfach mal nach. Und wenn du das Gefühl hast, dass da jetzt noch etwas steckt, vielleicht bei der Halswirbelsäule oder in irgendeinem Bereich, dann konzentriere dich nochmal darauf und du lässt jetzt nochmal Energie, heilsame Energie in diesen Bereich einfließen. Sehr gut. Und nun konzentrieren wir uns noch einmal auf die Verbindung Halschakra-Wurzelchakra. Und du kannst dir das ganz leicht visualisieren, denn das Wurzelchakra ist am Ende der Wirbelsäule, also beim Steißbein. Oder am Anfang, wenn du so möchtest. Ja. Und das Halschakra ist eben am anderen Ende der Wirbelsäule, also dort beim Hals, beim Atlas. Also deine Wirbelsäule hat als untersten Punkt dein Wurzelchakra. Und als obersten Punkt dein Halschakra. Und diese beiden Zentren, das rote, pulsierende Wurzelchakra und das blaue Halschakra, zwischen diesen fließen jetzt die Energien. Von der Erde und von deiner Durchsetzungskraft hindurch und reinigen so deinen Hauptkanal. Klarheit, Vertrauen, Spiritualität, Heilung, Abgrenzung, Mut und Zuversicht fließen durch dich hindurch, fließen dort ein, wo du sie benötigst. Und du spürst, dass alte Verbindungen deiner Vergangenheit sich jetzt auflösen und du absolut in diesem Fluss zwischen Kommunikation und Umsetzung, zwischen Wurzel und Halschakra eintauchst. Auch deine Wirbelsäule richtet sich ein. Und du spürst, dass du ganz klar und stabil in deinem Energiefeld wirken kannst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und spür mal nach. Erlaube dir, diese Frequenzen deines Hals und deines Wurzelchakras wirklich auch zu erden über deine Hüfte. Und beide Beine hinunterlaufen.
Du spürst nun deine Wirkungskraft, deine Wirklichkeit. Und in dieser, ich nenne es mal, stabilen Flexibilität merkst du, dass du ganz klar in deiner Selbstdurchsetzung all das erreichen kannst, was dir wichtig ist, was deiner Wirklichkeit entspricht. Und du bedankst dich jetzt mal bei deinem Halschakra und deinem Wurzelchakra. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und bewegst mal deine Arme und Beine, streckst dich durch und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wir haben ja einige Punkte heute angesprochen beim Halschakra. Vielleicht noch einmal als Zusammenfassung. Wir hatten jetzt auf der physischen Ebene die Halswirbelsäule, Kehlkopf, die Schilddrüse, die Stimmbänder und wir hatten dann auch die Atemwege, Speiseröhre hatten wir dabei und dann natürlich im Abschluss in Kombination mit dem Wurzelchakra die gesamte Wirbelsäule. Und du siehst also, dass das Halschakra ein sehr, sehr großes und wichtiges Zentrum ist, das man aber nicht bearbeiten kann, ohne, wie gesagt, vorher das Wurzelchakra zumindest mal mit zu bearbeiten. Und so kann man auch auf der energetischen Ebene Schilddrüsenthemen immer über das Wurzelchakra auch lösen. Also da gehört das Wurzelchakra immer dazu. Da reicht es nicht, nur immer am Hals zu arbeiten. Ja, ich hoffe, die Reise hat dir gefallen. Das Video war interessant für dich. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen bei der Chakrenreise zum Stirnchakra. Und wenn du eine Chakrenreise verpasst hast, von Wurzel bis zum Herz, die findest du alle auf dem Kanal im Verlauf. Die sind jetzt alle schon online. Und nächste Woche, wie gesagt, kommt dann noch einmal das Stirnchakra dran. Das dritte Auge. Okay, ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Jareny, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss!